Der Wahlkampf, der Europawahlkampf ist ja in vollem Gange. Gestern die Wahlarena mit den Spitzenkandidaten. Haben Sie auch gesehen? Ja. Ich habe noch gedacht, ich darf auf keinen Fall versäumen, das zu verpassen. Der Luxemburger und der andere mit der Halbglatze, über den ganz Europa redet gerade. Nicht Putin, nein. Martin Schulz. Ja, ich habe es dann doch gesehen. Und der Schulz, ich fand das toll. Der Schulz ist so dankbar. Der ist so dankbar, dass er mal gefragt wird. Er ist so dankbar. Ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, bin Ihnen dankbar für den Hinweis. Bedanke mich für Ihre Frage. Vielen Dank für Ihre Frage. Nichtsdestotrotz bin ich Ihnen für Ihre Frage sehr dankbar. Deshalb bin ich dankbar, dass ich darauf jetzt mal ganz klar antworten kann. Und deshalb bin ich Ihnen für Ihre Frage eigentlich sehr dankbar. Ja. Dafür nicht. Also, nein, ich finde es ja schön, dass er dankbar ist, aber... Ganz ehrlich, also mein Gefühl, es kommt für mich fast ein bisschen devot rüber. Ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, bin Ihnen dankbar für den Hinweis. Ah, jetzt hör mal auf hier. Ja, einige Wähler finden die Wahl offenbar nicht ganz so spannend, machen sich die Wahl aber spannend auf ihre Art. Wussten Sie zum Beispiel, was man mit einem einfachen Edding und einem CDU-Wahlplakat alles machen kann? Ja, ich sage nur, Schwarmintelligenz im Netz. Hier gemeinsam erfolgreich in Europa. Der Slogan ist so, naja, geht so. Ne? Viel interessanter ist doch eigentlich... Einsam reich in Europa, zum Beispiel, ja? Oder? Mein Reich Europa. Trifft es viel mehr, finde ich. Trifft es viel mehr. Oder? Das habe ich wirklich, das habe ich gesehen, das fand ich eigentlich am besten. NSA erfolgreich in Europa. Stimmt ja. Das muss natürlich auch weg. Nein, ich muss eines mal ganz klar sagen, nicht? Europa ist wichtig und wir müssen auch den ganzen rechtspopulistischen Europaskeptikern mal entgegentreten, beherzt entgegentreten und wirklich noch mal sagen, Europa ist wichtig. Lassen Sie uns noch mal kurz überlegen, was war hier auf dem Kontinent alles los? 1914, Krieg, 1939, Krieg, dann Wiederaufbau und Versöhnung. Jetzt ist seit 70 Jahren Frieden. Wir schicken keine Bomben mehr nach Frankreich, wir schicken die Merkel. Gut, manche fragen sich, was schlimmer ist. Aber die EU ist doch eine Riesenleistung. Alte Feinde arbeiten zusammen und bauen sinnlose Kreisverkehre. Ich finde, es ist immer noch besser, als aufeinander zu schießen. Ganz ehrlich.